Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Ich habe jetzt eine längere Pause hinter mir und mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil es ist früh am Morgen, ich fühle mich irgendwie schon wieder ein bisschen verballert, bin ich aber diesmal nicht, keine Sorge. Es ist einfach nur noch nicht so viel Zeit vergangen zwischen Aufstehen und jetzt hier sitzen und plötzlich drauf losquatschen, aber wir werden uns hier eingrooven, ein bisschen Iridia mehr Luft schnappen und ja, hier einfach gechillt einsteigen, wird hoffentlich schon helfen, wobei so chillig ist das hier gerade nicht. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal hier von einem Gegner aufgehört habe, der eventuell ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen könnte. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals schon Stufe 60 Einzigartigen besiegt habe. Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, um die habe ich bisher immer einen großen Bogen gemacht, aber zumindest von seinem Schadensoutput her kann er uns bisher scheinbar nicht gefährlich werden, was mich gerade sehr überrascht. Okay, da kam jetzt der Bauchklatscher, der war ein bisschen gefährlich, aber mit zwei Heilern sollten wir das eigentlich wieder aufgefangen kriegen, oder? Solange der das jetzt nicht in kürzeren Zeitabständen bringt. Jetzt wird es gerade ein bisschen knapp mit Juni. Also sobald sich abzeichnet, dass ich wieder halbwegs stabil bin. Okay, die haben sich synchronisiert miteinander, das ist gut. Ich schneide euch mal vorsichtig raus. Und wir gucken mal, ob wir uns hier gleich vor einem Game-Over-Bildschirm wiedersehen oder eventuell vor einem toten Gerondon. Ach, der Gerondon, der Geile. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Kann man mal machen. Okay, das war einiges an Schaden, aber der hält auch einiges aus. Das hätte man sicherlich noch mehr rausholen können, aber war schon okay. Es war zumindest dann okay, wenn ich das jetzt hier irgendwie zu einem siegreichen Ende bringe, denn ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Hat nämlich so gar keinen Bock, hier alles nochmal zu machen. Kann mal jemand bitte Sena wiederbeleben? Dankeschön. Das ist sehr freundlich von euch. So, ich werde mich jetzt, wenn irgendwas gleich hart auf hart kommt, gleich nochmal in den Synchro-Modus begeben, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Selbst wenn jetzt einige noch draufgehen sollten. Ist jetzt nur schade, wenn du mit der Angriffskette halt den Kampf nicht abschließt, dann kriegst du auch nicht die Bonus-Experience, ne? Die wären noch nett gewesen. Bin ich vielleicht ein bisschen zu früh eingestiegen. Aber ich habe die Angriffskette aktiviert, als der schon über die Hälfte runter hatte. Einfach Potenzial verschenkt, würde ich sagen. Beim geilen Gerondon. So, ich habe beim letzten Mal, das weiß ich noch, das hat mich auch so ein bisschen gewurmt, an einer Stelle aufgehört, die sehr, sehr ungünstig war, weil ich jetzt hier mitten irgendwie auf dem Festland bin, mitten in der Pampa. Da oben ist noch irgendein Container, von dem ich noch nicht ganz weiß, wie ich da hinkommen soll. Vermutlich hier über die Kletterranken. Aber wir haben zwei Ebenen, das weiß ich noch. Ich habe ganz kurz reingelinst in den letzten Part, wo wir diesen sumpfigen Untergrund hatten mit diesem Baumstumpf oder dieser Baumwurzel oder was auch immer das war, da hinten irgendwo, über den man nach oben kam. Und ich habe mich dann kurzerhand für diesen Weg hier entschieden, in der Hoffnung, dass hier eine Sackgasse ist. Aber nach Sackgasse sieht das hier aktuell noch nicht aus. Es sei denn, die Kletterpassage führt jetzt ausschließlich zum Container und danach... Oh, gibt es dann hier nicht viel mehr, aber das sieht doch ein bisschen weitläufiger aus. So viel zu dem Thema. Es ist halt ein Xenoblade Chronicles, was willst du machen? Aber die Frage ist trotzdem, wie zur Hölle komme ich jetzt zu dem Container? War der nicht da hinten irgendwo? Ich hätte jetzt vermutet, dass ich mich vielleicht fallen lassen muss. Ich gehe mal hier einmal nochmal ganz kurz runter. Überlebe ich das? Oh, das war sehr mutig. Vielleicht auch fahrlässig. Da hinten... Ach da, ja, jetzt sieht man den auch. Aber ich bin doch an dem schon vorbeigelaufen. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, nochmal ganz nach unten zu gehen und nachzuschauen. Ich meine, früher oder später muss ich da in der Ecke sowieso nochmal rumkrauchen, weil da war noch ein anderer Weg, den ich beim letzten Mal nicht zu Ende gelaufen bin, weil... Bin ich unterwegs gestorben? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich jetzt hier... zu keinem Sackgassenabschluss komme. Ach, ich bin doch doof. Guck mal, hier komme ich doch direkt rum. Aber nicht auf die untere Ebene, wo der Container gerade war. Wobei, nee, das ist nochmal ein anderer. Himmelsstiegfälle. Das ist ein anderer. Der, den ich meine, der ist da hinten. So ein bisschen verblasst, was ja auch Sinn ergibt. Weil die Ebene passt gerade so gar nicht. Aber schön, dass das hier ein neuer Ort ist. Sogar mit Reisepunkt.
Könnte man eigentlich überlegen, hier nochmal kehrt zu machen. Weil von hier aus kann ich dann... Oh. Jederzeit ja ohne Probleme weitermachen. Bist du ein Spezieller? Ja. Das ist wieder ein Stufe 60 Vieh. Genau wie gerade eben. Geisterweltrotzin. Mag ich nicht den Namen. Eigennamen finde ich immer besser. Wenn die dann immer so ein Suffix dann am Ende haben, wie jetzt der Geile. Der hier klingt wie so ein ganz normaler Standardgegner. Der er trotzdem nicht ist, ist mir schon klar, aber so Namensgebung und so, ne? Spannendes Thema manchmal. Was ist das hier für eine merkwürdige Höhle? Also das sieht halt aus, als würde der irgendwas Krasses bewachen und dann kommst du hier rein und dann ist hier nichts. Oder ich habe gerade irgendwas super Wichtiges aufgesammelt und habe nur, nicht realisiert, dass das irgendwie toll war oder so. Ja, ich müsste den jetzt eigentlich machen. Also wie inkonsequent wäre das, wenn ich mich jetzt auf den anderen stürze, der auch Stufe 60 war und den hier ignoriere. Wobei ich habe mich auf den Geilen gerade eben gar nicht gestürzt, der... Der hat einfach nur meinen Weg gekreuzt. So, warte mal. Wie kriege ich jetzt die Aufmerksamkeit so ungefähr? Ist das hier ein guter Spot zum Kämpfen? Ich weiß es nicht. Also fliegende Gegner sind ja manchmal schon unberechenbar. Ih, der bringt Begleiter mit. Oh nee. Warte mal, wie kann ich jetzt nochmal hier? Genau, das habe ich mit einem anderen im Fokus. Fliegende Gegner sind manchmal schon ein bisschen schwer zu beherrschen, in Anführungsstrichen. Und wenn die dann noch über Wasser sind... Weiß nicht, gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass... Ach du Scheiße. Na, hier kommt aber gut Damage bei rum. Aber das ist auch fies, dass ich jetzt gegen drei kämpfen muss. Ich habe die anderen beiden vorhin gar nicht gesehen. Dann würde ich vielleicht ein bisschen... Oh, warte, ich habe hier den Fokus vergessen. Dann würde ich vielleicht ein bisschen schneller irgendwie down kriegen. Achso, ich bin tot. Okay, also solange alle anderen leben. Ein Quotentoten kann man hier irgendwie in der Gruppe noch... Genau, irgendwie verschmerzen. Solange kein Heiler dabei ist. Das kriege ich nämlich so dezente Panikanfälle und das muss auch nicht sein. Okay, eine Abgrundqual ist auf jeden Fall tot. Ich hoffe, die respawnen nicht. Wenn die zweite irgendwann down ist. Komm, Mio, halt durch! Dann geht's hier hoffentlich richtig ab zu unseren Gunsten. Oh nein, Mio ist draufgegangen! Lance! Hä? Warum kann ich keine Fusionstechnik einsetzen? Hey, irgendwas stimmt gerade mit Sena nicht. Hat sie eine Zustandsveränderung? Es ist auch so dunkel. Irgendwas ist da nicht richtig. So, aber das Kleinstvieh haben wir aus dem Weg geräumt. Wann erkenne ich, was mit Sena ist? Ach, wahrscheinlich. Ja, der Gegner war außerhalb meiner Range. Oh mein Gott, jetzt habe ich voll viel Potenzial liegen lassen, weil ich das zu spät gesehen habe. Menno. Ich komme aber an diesen Gegner nicht ran. Der ist halt irgendwie kacke zu bekämpfen. So vom Plateau her. Warte mal, wenn ich jetzt hier wieder nach oben gehe... Oh, ich würde den so gerne dahin lotsen. Wenn ich mich jetzt... Oh nein, die Gegner respawnen. Okay, der wird auf so vielen Ebenen wird der ätzend. Ich muss jetzt hier echt gucken, dass ich bei der Angriffskette irgendwas Sinnvolles zustande bringe. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht... dass der vielleicht gar nicht so viel Energie hat. Und das wirklich die Herausforderung ist, den überhaupt zu treffen. Kamera, ne? Die ist ja auch irgendwie nicht gerade unser bester Freund. Ich weiß nicht, wo ich mich bei dem am besten positionieren soll. Ich glaube, hier so genau unter dem ist eigentlich noch am okayesten. Kann ich bitte ganz schnell Stufe 3 erreichen? Das wäre awesome. Ich glaube, noch einmal Fusionstechnik und dann ist es soweit. Ich sehe halt nicht, ob ich treffe oder nicht. Ja, sie haut zu. Okay, diese Hau-Animation, die war mir wichtig. Genau, guck mal, ich habe richtig gelegen. Ein Hauer noch. So, und jetzt Ouroboros. Und jetzt geht's ab. Ich hole euch gleich mal nach der Angriffskette wieder rein. Mal gucken, was dabei noch rumkommt. Nee, das war nix. Das war nix. Er hat mir leider auch am Ende keine Ouroboros-Form angeboten, wo in der Regel dann immer noch mal ein bisschen was an ordentlicherem Schaden bei rumkommt. Aber meine Leute sind wenigstens wieder halbwegs hochgeheilt. Also gut, jetzt fressen sie gerade wieder Schaden. Ich brauche jetzt einfach nur ein bisschen Glück. Wo ist der Gegner? Treffe ich den noch? Ja, solange ich ihre Angriffsanimation sehe, bin ich, glaube ich, safe. Und solange die ganzen Skills nicht ausgegraut sind, so wie jetzt. Achso, jetzt bin ich tot. Ja, Glückwunsch. Das ist ja mal eine richtige Vollkatastrophe hier. Warte mal, ich gehe jetzt mal den Ouroboros-Modus. Ich habe gerade so Angst, jetzt hier in den letzten Sekunden irgendwie drauf zu gehen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Okay.
schwere Geburt, ey, bei beiden Gegnern. Bei beiden Gegnern auch ordentlich was liegen gelassen an. Oh, warte, warte, das sind die Items, die gerade beim Thema liegen lassen sind. Wie ulkig das aussieht, wenn man in der Ouroboros-Form irgendwie auf Items zuläuft, anstatt zu kämpfen. Kann man mal machen. Ich habe einen neuen Reisepunkt, der mir eigentlich gar nichts bringt, weil direkt daneben auch ein anderer Reisepunkt schon ist. Aber haben oder nicht haben. Lieber zu viel als zu wenig. So, ich nehme mir das jetzt hier einmal alles nochmal mit. Ich meine, wenn ich das nächste Mal hier meine Runden drehe, dann ist der Gegner ja nicht mehr da. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass wir hier in der Ecke zukünftig nicht mehr aufkreuzen werden. Wenn uns nicht gerade irgendeine Sidequest da nochmal hinlotst oder so. Ich dachte gerade, das wäre da hinten ein Gegner. Diese grüne Wurzel oder was das da sein soll. Aber guck mal, rein objektiv betrachtet schießen wir hier gerade einen Kreis. Warum nur objektiv? Weil die mehreren Ebenen das natürlich so ein bisschen verfälschen. Ich will diesen Barant jetzt nicht töten. Bist mir gerade einfach nur wieder im Weg, weißt du? Ich glaube, ich mache das aber, weil ich jetzt vermutlich, wenn ich ihn einmal umhaue, schneller bin, als wenn ich versuche abzuhauen und dann nochmal die restlichen schwarzen Flecken hier aufdecke. Und tschüss. So, Karte brauche ich nicht mehr. Wobei mir die Karte gerade bestätigt hat, dass wir eigentlich hier schon durch sind. Ich hätte den also eventuell gar nicht töten müssen. So, ich bin mir gerade nicht sicher, wie wir hier jetzt am besten weitermachen. Hier in dem Bereich, wie gesagt, da bin ich noch nicht ganz durch. Ich könnte aber natürlich eventuell von hier aus diesen Weg hier irgendwie abschließen. Ich könnte mich aber auch einfach hier hin porten und das dann von hier aus erledigen. Es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob hier so, ob da irgendwie ein Ebenenwechsel stattfindet. Ich guck mal, wie weit ich jetzt hier gelaufen komme. Und eigentlich sollte das ja nicht allzu lange dauern, wenn man hier barrierefrei durchkommt. Hier hast du auch überall Möglichkeiten, dich fallen zu lassen, ne? Nee, okay, guck mal, hier hast du einen Höhenunterschied. Also man könnte sich natürlich trotzdem fallen lassen. Aber ich würde das dann von dieser Kaskadenkreuzung oder wie das hieß, nochmal probieren wollen. Den unteren Bereich da aufzudecken. Ich glaube, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Das Einzige, was man hier noch gucken könnte, wäre, ob es hier irgendeine Zwischenebene oder so gibt. Nicht, dass da noch ein Fragment oder sowas liegt, aber scheint mir jetzt auf den ersten Blick nicht der Fall zu sein. Außer da hinten. Warte mal, so viel Zeit muss sein. Wenn mich jetzt jemand angreift, dann habe ich gleich keinen Bock mehr und hau wieder ab. Ah, hier kommt man runter. Guck mal, das ist kein One-Way-Ticket. Hier kann man quasi auch hoch und runter laufen. Ne? Das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen interessant. Weil dann kann ich jetzt hier, ohne mich gefährlich in die Tiefe zu stürzen, wobei hier unten wäre Wasser gewesen, vielleicht wäre ich auch safe reingeplumpst. Aber ich glaube, das Wasser ist nicht tief genug. Oder? Wo habe ich von oben rauf geguckt? Hier. Nee, doch, die schwimmt. Die schwimmt. Ich wäre hier sicher gewesen, wenn ich nicht den äußersten Rand genommen hätte. Ich darf nur nicht vergessen, also eventuell ist das auch gar nicht notwendig, sich das im Hinterkopf zu behalten, aber dort bei diesem Giftdings, da ist noch ein Container und ich meine, dass da auch noch ein anderer Weg war. Da muss ich dann leider auch nochmal hin. Also was heißt leider? Also ein bisschen Bock habe ich da schon drauf, ein bisschen aber auch nicht. Der Weg dahin ist halt ätzend. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal nicht Reisepunkte freigeschaltet habe, die das ein bisschen abkürzen. Weil ich erinnere mich noch an diesen nervigen Weg, den ich in der letzten Folge, glaube ich, zweimal entlang gelaufen bin, wo ich dann quasi durch so eine unterirdische Höhle. Was ist das denn für ein Gegner? Ein Mogurm? Der sieht schön aus. Also der sieht faszinierend aus. Schön weiß ich nicht. Ich hätte wahrscheinlich dezent Schiss, wenn mir sowas irgendwie im Real Life begegnen würde. Aber der ist hübsch anzuschauen. Sein Kopf ist eine Insel. Der ist ein bisschen wie so ein dieser Flor des Wassers. So rein vom Design her, vom Designansatz. Ich mag das. Ich mag das Design von Wassergegnern. Ich mag nur meistens Wasserlevel nicht. Xenoblade Chronicles ist eine große Ausnahme, weil ich da sehr große Präferenzen hege für die sehr wasserlastigen Gebiete. Die sind aber auch toll. Von mir aus kann das Eritia-Meer hier
auch, keine Ahnung, 50 Parts beanspruchen. Stört mich gar nicht. Ich verstehe aber, wenn das einige von euch stört. Aber ey, ich mache ja nicht mit Absicht irgendwie langsam oder so. Ich bleibe ja nicht stehen und sinniere über Gott und die Welt, ohne mich nach vorne zu bewegen. Also ich versuche schon, den größtmöglichen Progress rauszuholen. Nur, ich habe das nicht immer so. Warte mal. Weil doch, eigentlich klappt das schon. Also ich meine, guck mal, diese ganzen Kampf- oder zeitaufwendigen Kämpfe, wo die Angriffsketten und so immer, keine Ahnung, 5 Minuten dauern, manchmal wahrscheinlich sogar noch länger, die schnibbel ich ja schon raus. Zugunsten des Fortschritts, sage ich mal. Wenn ich das drin lassen würde und sich das aufsummiert, das wäre nicht wenig, was da zusammenkäme. Eigentlich müsste ich den... Also so die Blauen, die ignoriere ich seit vielen, vielen Folgen komplett, ne? Dabei waren das immer so die Experience Machines. Aber die dauern halt auch so lange. Ich habe irgendwie so die in Erinnerung, dass die sogar länger dauern als manch ein einzigartiger Gegner. So, guck mal. Das Gebiet hier ist geklärt. Zumindest ostwärts. Von hier aus müsste man natürlich nach Westen noch weiter gucken. Und hier... Hier gab es noch keine Möglichkeit hinzukommen. Scheinbar nicht. Sonst wäre ich da ja schon gewesen. Ich muss jetzt kurz überlegen, wie ich nochmal in den giftigen Bereich kam. Wo war der denn? Der war hier. Ist nicht sogar das hier der schnellste Weg? Könnte Gerondon der Geile die Eintrittskarte sein für eine kleine Abkürzung? Ich versuch's einfach mal. Laufe ich in die richtige Richtung? Hä? Ach so, das ist genau, das ist der, wo, an dem ich früher immer wieder vorbeigeschwommen bin. Nee, der ist keine Abkürzung, weil ich von da diesen Jump gemacht habe. Aber von da unten kam ich doch irgendwie in dieses Areal. Ich bin auch so verwirrt wegen diesem Container da oben. Wie zur Hölle soll man da hinkommen? Da ist keine Kletterpassage. Ich würde sagen, da drüber ist auch kein Loch. Doch, da ist ein Loch in der Decke. Ich wette, da, wo ich gerade rumgekrauchelt bin, das wäre irgendein Loch im Boden gewesen, wo ich mich hätte droppen lassen können. Also die, ich habe ja schon mal festgestellt, ne, die Container sind hier meistens nicht so sexy wie in anderen Spielen. Oh, sorry, Giraka, oder wie du heißt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie an der Poperze rumschwimmen. Nein! Hä, war hier nicht irgendwann mal... Ich bin gerade komplett lost. Wie bin ich denn damals in dieses Giftgebiet gekommen. Habe ich doch hier rüber gemacht, oder nicht? Warte. Das tut mir gerade echt leid. Aber ich dachte, hier hätte es irgendeinen Aufstieg gegeben. Warum bin ich denn, wenn es hier nichts weiter gibt? Warum bin ich denn dann hier die ganze Zeit mehrfach in der letzten Folge entlang geschwommen? Ich weiß es nicht. So, ich porte mich jetzt mal kurz hier hin. Und versuche anhand der Karte vielleicht nochmal, genau, die Containerposition sieht man da ganz gut. Wenn ich hier aus... Ja, das ist doch der Wasserfall, oder? Den ich gerade da gesehen habe. Kann ich mich da droppen lassen? Ja, da sieht man doch, das ist doch der Streifen vom Container. Ja, ich stehe genau über dem. Okay, so, überlebt man jetzt diesen Sprung hier? Ja, das tut man. Sehr gut, guck mal, haben wir dieses Mysterium... auch geklärt. Und das Geile ist, von hier aus komme ich, glaube ich, tatsächlich dahin, wo ich hin wollte. Mit einem saftigen Sprung. Jawohl, sogar weniger Damage gefressen als beim Containersprung. Okay. Ich werde das Mysterium jetzt hier zwar nicht aufgedröselt kriegen, wie ich beim letzten Mal dahin gelangt bin. Oh, ist das ekelhaft. Oh, ist das ekelhaft, ey. Wundervoll. Ich will das gar nicht sehen. Bleibt mir fern, bitte, Spinnies. Ihr habt hier eure Daseinsberechtigung. Das ist euer Habitat. Ich will euch da gar nicht irgendwie verjagen. Aber lasst mich bitte in Ruhe. Ich bin nur auf der Durchreise, okay? So, Sena. Das ist immer ein bisschen gefährlich, was wir hier vorhaben. Aber eventuell gehe ich jetzt zum letzten Mal diesen Weg entlang. Ich hoffe, dass ich jetzt alles, was da oben noch fehlen sollte, wenn da noch was fehlt, dass ich das jetzt hier einmal abgefrühstückt kriege. Aber guck mal, ich komme doch genau dahin. Oder ist das eine andere Ebene?
Mich jetzt nicht genau dahin, wo ich gerade eben schon gewesen bin? Das wäre gut und schlecht zugleich. Das wäre gut insofern, als dass ich da sofort einen Haken dran machen kann. Aber das wäre auch schlecht, weil ich dann die Sucherei nach diesem Spot eigentlich völlig umsonst angestoßen habe. Ist das das, wo ich gerade eben schon mal gewesen bin? Waren wir hier in dieser Ecke heute? Ja, nein, vielleicht? Ich glaube ja, von da oben bin ich nämlich. Da oben standen wir. Ja. Ich glaube, ich kann dieses Gebiet als geklärt vorerst abhaken. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist, dass ich... Hä? Ich komme doch dahin. Hier ist keine Barriere. Ich bin... Guck mal, ich komme da... Da komme ich aber so weit von hin. Warte mal. Genau, hier wäre dann der nächste Punkt gewesen. Was ist denn das hier? Ach, da ist mein Schiff. Wie kann es denn sein, dass mein Schiff in einem nicht erkundeten Bereich ist? Was zur Hölle macht meine Grenzgängerin? Danke übrigens für den Hinweis, dass die Grenzgängerin im Englischen Boundary heißt. Boundary ist ein viel, viel geilerer Name. Ich glaube, ich nenne die ab sofort auch so. Nein, nein, ich wollte auf dem Felsen da hinten landen. Okay, trotzdem überlebt. Auf dem Felsen war jetzt aber nichts, oder? Das war gerade meine einzige Chance, darauf zu kommen. Wobei, mit ein bisschen Gegenspringen und Rumklettern versuchen, könnte das vielleicht auch so klappen. Aber ich habe da nichts gesehen, was irgendwie erspringenswert wäre. Deswegen laufe ich jetzt erstmal hier weiter. Genau, das sah nämlich auch schon auf der Karte so ein bisschen danach aus, als wäre das ja einfach nur ein größerer Strandabschnitt. Und wenn wir jetzt hier nicht irgendwie noch komische, hügelige Landschaften oder sowas drauf haben, dann sollte man das eigentlich ganz gut clearen können. Den Container habe ich gesehen. Irgendwie wäre das so eine typische Ecke, wo ich auch eine Hülle platzieren würde. Aber scheinbar sieht das der Entwickler ein bisschen anders. Gegner steht nicht auf, das finde ich gut. Ich hatte gedacht, dass der automatisch, sobald du dich dem Container näherst, vielleicht anfängt dich zu attackieren. So hätte man es ja theoretisch auch programmieren können. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Habe ich da gerade ein rotes Ausrufezeichen gesehen? My friend, do you want to give me some washing machines? Komm, schenk mir Waschmaschinen. Die brauchen wir für unser Lager. Waschmaschinen und ein Mixer. Ja, und eine Kaffeemaschine nehme ich auch. Nie werfen die uns was Sinnvolles zu. Immer nur so unaussprechliche Essensdinge. Mit denen wir wahrscheinlich nichts anfangen könnten, wenn wir Manana nicht hätten. Wobei ich glaube, auch andere Leute aus unserem Team können ganz gut kochen. Einige unterstützen Manana ja auch. Ist ja nicht so, dass wir ansonsten unfähig wären. Aber ich glaube schon, dass sich der eine oder andere zurücknimmt. Weil er halt weiß, dass Manana niemand das Wasser reichen kann. So, aber gucke mal, da sind wir jetzt hier auch durch. Das ist eine komplett abgekoppelte Wasserecke, wobei man wahrscheinlich von hier oben da dann auch ohne Probleme hinkommt. So, ich würde, um vielleicht genau auch diese Frage zu beantworten, jetzt hier einmal weitermachen. Und dann malen wir irgendwann... Ach, guck mal, das ist auch nur so ein Strandabschnitt. Ja, perfekt. Dann kann ich nämlich gleich die wunderschöne Boundary nochmal besteigen. Und... Dann werden wir unsere Wasserreise hier fortsetzen. Ey, das ist für so ein Iritia-Meer-Part. Was? Irgendjemand sagt, oh. Warum? Wegen der Ethersphäre oder was? Scheinbar. Aber ich will jetzt erstmal hier einmal rumlaufen. Bei der Ethersphäre kommen wir gleich nochmal raus. Ey, dieser Ort ist einfach ein Traum. Das ist einfach ein Traum. Ich glaube, das ist auch echt der Ort, wo ich irgendwann mal die Definitive Edition dann nochmal spiele. Von Teil 1. Auf den ich mich am meisten freue. Aber der wird da bestimmt nicht geiler aussehen als das hier, oder? Ich liebe das einfach. Ey, wenn Xenoblade Chronicles 4 irgendwann mal kommt in 10 Jahren, hoffentlich dann nicht mehr auf der Switch. Ich hoffe, dass Nintendo dann irgendwann mal eine neue Konsole rausballert. Dann will ich bitte ein... Die können das ja... guck mal, das fing ja an mit Eritmeer, dann haben wir jetzt Iritia-Meer und das nächste wird dann das Iritianer-Meer. Da kommt immer wieder eine neue kleine Silbe mit dazu. Das Wettbüro ist eröffnet. Wie wird das nächste Eritmeer heißen in Teil 4? Ich boykottiere das Spiel, wenn es das da nicht mehr gibt. Ich werde es dann einfach wieder zurückschicken oder verkaufen. Wenn das Spiel dann durchgespielt ist,
erstmal schöne 1-Sterne-Rezension auf Amazon raushauen. So nach dem Motto, ohne Irid mehr kein Xenoblade. Wobei in Teil 2 gab es das ja auch nicht. Aber ich habe gelesen in einem Kommentar, dass das so eine Kreuzung aus Eridmeer und Lefteria sein soll. Aber ich habe hier halt deutlich mehr Eridmeer-Vibes. Aber Lefteria war, oder die lefterischen Inseln, die waren ja auch mit eines meiner absoluten Lieblingsgebiete. Also wie gesagt, Platz 2, wenn es Uraya nicht gegeben hätte, wäre das, glaube ich, sogar meine Lieblingsregion gewesen. Einfach nur schön. Also wenn es um die reinen Gebiete geht, ja, nur Gebiete, dann finde ich Teil 2 minimal stärker. Aber das Interessante ist mit Teil 1 und Teil 2, dass ich generell, egal welche Kategorie, dass die überall eng beieinander sind. Ob es jetzt um Story geht, ob es um Musik geht, ob es jetzt um keine Ahnung was geht, die sind überall. Deswegen kann ich mich ja bis heute irgendwie nicht festlegen, welchen von diesen beiden Teilen ich lieber mag. Die sind, da passt überall kein Blatt Papier dazwischen so. Und das hat halt, dass das Problem ist, sobald ich sage, ich mag den einen oder den anderen Teil mehr, habe ich dem jeweils anderen Teil so ein schlechtes Gewissen gegenüber, weil das so ein Downgrade ist, was es eigentlich nicht verdient hätte. Wisst ihr, was ich meine? Weil jeder registriert dann immer nur, die Person mag das und das lieber. Das drückt das andere so runter und ich will nicht, dass das andere runtergedrückt wird. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das so schwierig. Ich bin aber auch wahrscheinlich die einzige Person auf der Welt, die Videospielen gegenüber ein Gewissen hat. ja, das ist schon crazy. Keine Ahnung. Irgendwann wird der Tag kommen, in 20 Jahren oder so. Da mache ich morgens die Augen auf und stelle fest, ja, Teil 1 oder Teil 2 ist es. Deswegen hatte ich mir ja so sehr gewünscht, dass Teil 3 vielleicht beide überschattet, aber ich hänge zu sehr an den ersten beiden Teilen. Das wird auch nicht ohne weiteres passieren. Ich habe aktuell das Gefühl, dass sich Teil 3 dort in diese komplexe, schwierige Entscheidungsverkrüppelung einfach gut mit einfügen wird. So, wisst ihr, was ich meine? Es wird wahrscheinlich einfach genauso in diesem Duell untergehen. Es wird einfach auf ewig die Spieleserie sein, wo ich mich nicht entscheiden kann, welches Spiel mir am besten gefällt. Was irgendwie traurig ist, weil ich das immer gerne für mich festlege, so. Okay, warte, ich gucke jetzt mal eben kurz. Jetzt komme ich hier natürlich. Warte mal, ich wollte gerne einmal hier hin. Krieg ich das mit der Manövrierfähigkeit dieses Schiffes irgendwie gebacken? Oder fährt er zu weite Kurven? Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, sieht gut aus. Yes, 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 yes. So, wie sieht es jetzt auf der Karte aus? Ey, das ist sogar voll okay. Wenn ich jetzt noch so einen Kamikaze... Wenn ich mal so einen Kamikaze-Run dort reinmachen könnte... Ja, ich weiß nicht, wie ich zurückfahre. Also... Ich finde es halt immer irritierend, weil wenn du mit einer Schultertaste beschleunigst, dann verstehe ich nicht, wie man das so programmiert, dass man mit der jeweils anderen dann nicht zurücksetzt. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich immer intuitiv... Es ist so unglaublich, wie schnell dieses Schiff einfach ist. So, wir müssen jetzt wieder raus, sonst ist hier wieder Chaos angesagt. Aussteigen. So. Und jetzt geht's wieder an die Kleckerreste und dann geht's auch gleich runter mit dem Rand weiter. Das Schöne ist, wir haben da ja, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt auf der Karte, wir haben ja da so eine, am südlichen Zipfel so eine kleine Mini-Bucht schon freigeschaltet. Wo auch irgendwann mal ein einzigartiger Gegner besiegt wurde. Da hinten ist das, glaube ich. Das heißt, man kann sich dann schon wieder schön von Ziel zu Ziel durchhangeln. So, genau. Dieses kleine Fleckchen einmal noch weg. Und dann zeige ich euch mal meinen Plan. Boah, wobei ich glaube, hier werde ich nochmal mit dem Schiff durchbrettern. Warte mal, ist doch hier in der Nähe, genau. Und von da aus geht dann... wenn der nicht so schnell wäre, ne? Es wäre so geil, wenn man mit einem mittelschnellen Schiff einfach die Ränder hier abschippern könnte. Hä, wo ist denn hier bitte eine Barriere?
Ey, Schiff, warum kommst du da nicht nach geradeaus? Das ergibt gerade ja so überhaupt gar keinen Sinn. Aber muss es auch nicht. Jetzt habe ich da hinten schon wieder so einen schwarzen Fleck. Menno. Und da sind wir auch schon. Also am nächsten Punkt, wo man irgendwie andocken kann. Ich hatte das aber irgendwie. Sengender Sand. Okay, also bloß nicht barfuß hier rumlaufen. Ich hatte das irgendwie. Ah, hier ist noch ein Zwischending. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da daran hier schon voll vorbeigeschwommen bin oder so. Also an dem hier meine ich. Aber ja, die Maßstäbe einzuschätzen ist halt nach wie vor ein bisschen schwierig. Aber wir haben einen neuen Ort gefunden. Und oh mein Gott, wie hübsch bist du! Was ist das bitte für ein wunderschönes Eckchen? Ih, ist das Gift? Ich nehme das alles zurück. Ey, die Farbgebung, die ist gerade so Grandia-Style-mäßig. Brasa, Thermalquelle. Thermalquellen. Plural. Da rechts wurde das gerade gar nicht eingeblendet. Ey, diese grellen Farben, das ist irgendwie so untypisch gerade. Und das ist tatsächlich Gift, oder? Ja. Krass. Okay, warte mal. Dann wird das jetzt hier vermutlich ein bisschen tricky. Gibt's hier irgendwie Tricks in Form von Items, wie man keinen Giftschaden nimmt, wenn man über solche Giftflächen läuft? Stimmt nicht, oder? Aber guck mal, hier ist auf jeden Fall... Was? Ich verliere was, obwohl ich auf so einem ollen Dings hier draufstehe? Nee. Ich habe mich gerade von den Zahlen der anderen irritieren lassen. Sena ist safe. Sena ist safe. So, guck mal, da hinten geht's mit sandigem Untergrund weiter. Da muss ich jetzt einfach... Nee, Sena ist gar nicht safe, hä? Was ist denn das? Ach so, wenn ich mittig hier stehe, da muss ich aufpassen, weil da noch so ein bisschen Flüssigkeit drin ist. Wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man das auch. Okay, dann habe ich es jetzt auch verstanden. So, schaffe ich es jetzt bis da hinten? Ich hoffe. Das Gute ist, dass das Gift hier, glaube ich, nicht so heftig reinhaut wie das lilafarbene Gift. Holy moly, ich glaube, ich bin in der Hölle angekommen. Kann mal der Gegner bitte weggehen? Danke. Ist das da ein Gegner? Nee, ne? Nur die Dinger, die hier an der Wand hängen vor uns. Oh, ich hab so eine Panik, dass mich gleich irgendwas Überstarkes angreift. Ah, das ist der Schubab-Abwurf, aber die sind Stufe 61. Schaffe ich das? Oh, ich bin mir unschlüssig. Ich würde sagen, nicht. Warte mal, was habe ich für ein Level? 65. Oh, ich bin so eine Mimose, ne? Aber ich würde es jetzt vielleicht dann doch mal probieren. Weil wenn hier schon Schubab ist, wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. Ich meine, das Schwierigste bei solchen Gruppen ist ja nach wie vor der Anfang. Ich muss einfach schnellstmöglich den Punkt erreichen, wo die sich auf meine Verteidiger konzentrieren. Aber die verlieren relativ schnell Energie. Ne, ich glaube, das ist voll im Rahmen des Machbaren. Ja, ja, ja. Ne, sieht gut aus. Ich weiß nicht, ich assoziiere halt mit bestimmten Stufen eine bestimmte Resistenz gegen physische Angriffe. Und diese Assoziation stimmt meistens nicht, weil ich ja meistens die einzigartigen Gegner bekämpfe und die normalen dadurch stärker mache in meinem Kopf, als sie eigentlich sind. Der letzte Schubab ist aber schon ganz schön lange her, ne? Wird mal wieder Zeit. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dass da jemals irgendwas Sinnvolles drin war. Aber vielleicht war es das und ich habe es noch nicht mitbekommen. So, warte mal. Erstmal Zeug hier einsammeln. Nachschubabwurf. Hi. Bitte belohnen Sie mich mit etwas Sinnvollem. Hab ich schon mal erwähnt, dass Sie mich die Kisten an Borderlands erinnern? So, was haben wir hier Schönes? Agnische Rüstung. Das klingt halt wie typisches Equipment-Gedöns, ist aber letzten Endes nur ein Verarbeitungsgegenstand. Und insofern vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal nützlich. Warum greift mich jetzt hier ein Diebesch an? Ja, ich weiß, ich laufe gerade so ein bisschen an denen vorbei, aber hallo, ich muss meine Ränder hier auch irgendwie fertig machen. Ich meine, ich habe jetzt hier ganz viele tolle rote Linien. Aber keiner greift mich an. Oh no, da ist auch noch ein Container. Oh, der wird aber... Oh, wenn dieser Kack-Liebesch mich jetzt in Ruhe lassen würde.
Selbst die Gegner am Container hat nicht gejuckt, dass ich da lang gelaufen bin. Ja, baller mir voll ins Rückgrat, ey. Gar kein Thema. Aber Karte müsste jetzt eigentlich gut aussehen, oder? Da in der Ecke, ja. Warum ist denn der Container hier nicht eingezeichnet? Ich bin doch gerade an einem nicht geöffneten Container vorbeigelaufen. Irgendwas stimmt hier gerade in der Darstellung nicht. Weil die bekommst du doch auch dann zu sehen, wenn die auf einer anderen Ebene sind. Dann sind die halt ausgegraut. Das erschließt sich mir gerade nicht ganz, aber wir gucken gleich nochmal. So, ich bin jetzt wieder hier. Hier ist jetzt auch noch so ein Ätherkanal-Dingens. Lass mal die Gegner abwimmeln. So. Komme ich jetzt an den Kanal ran? Was guckst du so? Ja, hau mal lieber ab. Besser ist. So, einmal jetzt hier ran dingsen. Und da muss ich das Mysterium um diesen Container klären, weil das gerade gar keinen Sinn ergeben. Ach doch. Die Container sah man immer nur auf dieser Karte und nicht auf der großen, ne? Das war gerade mein Logikfehler. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade darauf hinweisen, eigentlich kann Xenoblade Chronicles 3 auch keine Bugs, aber das stimmt nicht, weil ich hatte ja schon mal einen. In dieser einen Mission, in dieser einen Höhle. Ich weiß, ich bin schon wieder die Ausgeburt von Präzision. Ey, gehst du mir auf den Sarg, ey. Du und deine ganzen Familienmitglieder. Alle weg, alle weg. Ich mache daraus hier meine Hut. Ich will nur diesen Eulen. Oh, das ist ein blauer. Oh, ist genau der gleiche, der mich gerade auch schon gestresst hat. Kann das sein? Aber wenigstens kommt hier vielleicht ein bisschen nette Experience bei rum. Mal gucken. Wow, ich glaube, ich werde in den letzten Zügen verrecken, weil meine beiden Heiler tot sind. Ey, ich könnte so kotzen. Die Herausforderung war halt, dass jetzt von allen anderen Richtungen auch ständig Gegner nachgerückt sind und ja, als die dann down waren, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also wenn ich jetzt hier nicht irgendwie noch extremes Glück habe, wobei 4 Leute leben noch. Doch, das Vieh ist tot. Okay. Das war aber eine sehr knappe Kiste. Das Blöde ist halt, dass meine Essenseffekte auch nicht mehr anhalten. Ich glaube, hier hätte ich nochmal einen schönen Boost rausholen können, aber dafür jetzt nochmal extra vorher zurück zum Lager. Keine Ahnung, ob sich das gelohnt hätte. Vermutlich schon. Aber nicht vom Faktor Zeit her. Vom Faktor Ausbeute hingegen schon. Egal, dafür bin ich mit dieser Ecke hier durch. Ich will nie wieder ein Mysterio-Tasma bitte hier in meiner Nähe haben. Bitte einmal ganz geflissentlich verpieseln, dankeschön. So, und dann machen wir jetzt hier mal weiter. Dieses Gebiet ist nämlich auf sehr vielen Ebenen sehr faszinierend. Ich bin gespannt, wo man jetzt hier noch weiterkommt. Das ist halt so krass, ne? Wie so diese ganzen Teilbereiche, so wie das hier. Daraus könnte man so designmäßig auch ein komplett eigenes Gebiet skizzieren. Und das wird wahrscheinlich einfach nur so ein optionales Randding sein. Und die Gefahr ist groß für die Entwickler, dass die Leute, die sich halt Mühe gegeben haben, dass das von vielen Spielern nie gesehen wird. Oder hinten ist eine Höhle. Mega. Warum bist du so faszinierend? Xenoblade Chronicles 3. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. So, komme ich da jetzt hin, ohne zu sterben? Ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen weit. Ich guck mal. Hier springen fröhlich die Frösche irgendwie aus dem Nirgendwo. Der Biguest Unkor. Ja, aber man kommt hier schon durch. Nur wenn dich dann die Gegner... Oh mein Gott, wie hübsch ist diese Höhle! Wow, diese Farben! Ich bin begeistert. Können wir hier bitte ein Lager haben? Ich möchte dieses Lager offiziell zum schönsten von ganz Xenoblade Chronicles 3 küren, bitte. Oh, ich will da unbedingt rein. Egal, was da für Gegner hausen. Ich hoffe, das ist ein Ort, wo man... Oh, eine Weile bleibt. Das ist bestimmt irgendwie so ein krasser Level 200 Drache oder sowas. Ist das schön. Also, das trifft ja farblich so komplett meinen Nerv, ne? Off about this place. Are Ouroboros powers? They're being suppressed. This'll fetch a high price. Okay, wir können hier keine Ouroboros-Kräfte einsetzen. Also das Gegnerlevel habe ich übrigens auch schon registriert. Das ist nicht ohne. Oh, was? Was? Wo ist der General Zanger? Was? Ein 62er?
Bist du hier nicht voll gemobbt von deinen ganzen anderen Gegnerfreunden, die hier sind? Ich muss jetzt mal kurz killen, weil der stresst mich. Das ist wahrscheinlich der einzige Gegner, gegen den ich hier irgendwie den Hauch einer Chance habe. Wenn sich jetzt hier gleich irgendeine Level 96 Fledermaus oder sowas einmischt, dann haben wir ein Problem. Aber wow, das ist so eine unfassbar schöne Höhle. Ich liebe sie. Für mich die Gegner hier gleich extrem abfacken werden, ich weiß es. Wow. Das ist so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen das Schönheitspotenzial, was ein Uraya mitbringt. Es ist nämlich genau dieses, so eher düstere Orte, die mit hübschen Leuchtelementen angereichert sind und dann ein Farbspiel, was irgendwie so faszinierend ist wie hier, ist genau mein Ding. Deswegen mochte ich auch damals in Kingdoms of Amalur, ich weiß, ganz anderes Spiel, andere Genre und so bla, aber da gab es auch einige Höhlen, die echt schön waren. Wenn auch nicht so detailliert von der grafischen Aufmachung her wie hier. Aber ich habe auch die Urversion gespielt, ja. Ich kenne das Remaster von Kingdoms of Amalur, das kenne ich nicht. Vielleicht haben die da noch ein bisschen ausgebessert. So, gehe ich jetzt erst so oben lang oder hier unten? Boah, da komme ich doch niemals raus. Da komme ich, beziehungsweise niemals rein. Oder niemals an denen vorbei, ohne dass sie mich spotten, oder? Doch. Doch, doch, doch. Ich habe die gute alte Rebellionshöhle gefunden. Das wissen wir doch schon, dass wir uns nicht synchronisieren können. Das habt ihr doch. Oh mein Gott, wie hübsch. Oh, schön. Schön, schön, schön. Das ist einfach so eine richtig dicke 10 von 10 Höhle. Oh oh, ich bin tot. Was die optische Aufmachung angeht natürlich. Ich glaube, der Weg hierhin könnte nur ein bisschen ätzend sein. Hier irgendwie ein Reisepunkt oder so wäre ganz schön. Ich ziehe jetzt einfach durch. Ich habe ja hier eh keine Chance gegen irgendeinen Gegner, deswegen hoffe ich einfach nicht getroffen zu werden. Oh mein Gott, wie weitläufig ist das hier? Ich werde nie wieder hier hinkommen, wo ich gerade bin. Ich habe, glaube ich, gerade unfassbares Glück. Oder die können hier tatsächlich alle nicht schießen. Ich würde mir die Gegner auch so gerne angucken, aber wenn ich jetzt einmal hier stehen bleibe und mich umdrehe, dann könnte das schon wieder mein Todesurteil sein und das will ich gerade ungern riskieren. Ich laufe gerade nur die ganze Zeit rechts lang. Smaragdlichtquell. Hello, my beautiful cave. Wie zur Hölle bin ich hier hingekommen? Ich würde doch hier nie wieder rausfinden. Also doch, ich kann mich rausporten, aber... Okay, warte mal, das ist eigentlich der perfekte Moment. Was, ich bin an der Hülle vorbeigelaufen? Na, die werde ich aber jetzt nicht... der werde ich jetzt vermutlich eher nicht ihren Weg weisen können. Oder? Wo ist denn die? Was? Nein! Ich wollte einfach nur dieses rote Gesparkel der Hülle irgendwie spotten und... Ja, der Gegner war schneller. Jetzt bin ich kurz am Stein hängen geblieben. Ist das mein Todesurteil? Da oben ist ein Container. Eine Kiste, hätte ich fast gesagt. Aha. Guck mal, guck mal. Am Ende kriegen wir ja doch ein bisschen was aufgedeckt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man zum Container gelangen soll, aber vielleicht kommt das ja noch. Nein! Diese Musketierdechse, die sich da so rangesneakt hat, wenn die nicht wäre, dann wäre ich durch diesen Raum hier gerade fast unerkannt durchgekommen. So, Preisfrage ist jetzt, komme ich an diese Hülle da? Okay, ich glaube, die Antwort lautet aber sowas von nein. Ich glaube, die Höhlen sollte ich mir jetzt erstmal knicken. Ich kann froh sein, wenn ich hier irgendwie 4 Karte aufgedeckt bekomme. Das funktioniert definitiv schon mal besser als erwartet. Kommt hier auch meine Sackgasse oder ist ja alles schon wieder nur Riesenlabyrinth? Gerade eben haben sie mir noch den Rücken zugedreht. Das war... Da habe ich jetzt wahrscheinlich eine gute Gelegenheit verpasst. Nein! Die haben gerade einen Container bewacht, aber den wollte ich gar nicht. Ich wollte nur meine Kartenaufdeckung vorantreiben. So, warte mal. Jetzt muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Wo war ich denn gerade drin? Hier? Guck mal, hier habe ich sogar... Der Raum ist aufgedeckt. Da muss ich also nicht nochmal hin. So, was war hier?
Genau, hier habe ich den Zanger getötet, ne? Das war dieser... der andere Weg. Und hier ging es nicht nach oben. Das weiß ich noch von gerade eben. Das heißt, hier komme ich eventuell über diesen Wasserweg dorthin. Ich würde jetzt hier einfach mal weitermachen. Allerdings wieder auf der geliebten linken Seite. Aber wenn du schwimmst, bist du halt langsamer, ne? Ich glaube, die Gefahr, hier mal einen Schuss in den Rücken zu kriegen, ist ein bisschen... größer. Wow, der hat gerade 16.000 Damage ausgeteilt. Alles klar. Ich habe verstanden. Die Botschaft kam an. Ich guck mal, ob ich vielleicht erfolgreicher bin, wenn ich es hier versuche. Ich meine, ich probiere nur in den ersten Runden die äußersten Ränder mitzunehmen. Wenn die dann so ein bisschen aufgedeckt sind, dann kann man den einen oder anderen Teilbereich ja auch weiträumiger umschwimmen in diesem Fall. Aber guck mal, hier komme ich. Komme ich besser durch. Das Vieh da hinten. Du bist bestimmt der Herrscher der Meere. Nee, du hast nicht mal einen Eigennamen. Aber dein Schmuh-Juwel habe ich dir gerade aus dem Wasser geklaut. Ich hoffe, du wirst das so richtig vermissen. Und abends heute heulend in deine Kajüte zurückkehren. Oder in deine unterirdische Höhle oder keine Ahnung was. Und weinend, oh no, diesem Schmuh-Juwel nachheulen. Ich habe gerade kurz gehofft, dass ich hier hin könnte, aber ja, keine Ahnung, wo ich diesen Optimismus hergekramt habe. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich weiß übrigens noch gar nicht, wie ich bei diesen ganzen Musikquizzen, die ich ja bisher schon teilweise eingebaut habe in die Parts und vermutlich auch in den nächsten hier und da mal einbauen werde. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit der Auswertung machen soll. Oh no. Wunderschöner Gegner. Bitte lass mich in Ruhe. Dankeschön. Das ist nämlich das, was ich meine. Einmal die Ränder abgefrühstückt und schon kann man sich über andere Routen Gedanken machen. Das, was ich jetzt hier mache, ist sehr suizidal, das ist mir schon klar. Aber ich will mal gucken, wie weit ich das ausreizen kann. Boah, jetzt muss der sich hier direkt querstellen. Ey, so viel Platz und der schwimmt genau in meine Richtung. Als hätten sie sich abgesprochen. So, warte mal. Am meisten reizt mich eigentlich das, wo ich da links lang geschwommen bin. Da ist so ein kleiner Küstenabschnitt, da ungefähr auf der Höhe, wo auch der Container ist. So, oh, was? Der hat mich doch gerade eben nicht gespottet. Oh Mann, ey. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Man muss einfach die Schwimmrouten der Gegner so ein bisschen austricksen. Aber die Herausforderung ist, dass hier so viele davon sind. So, warte mal. Ja, ich bin bei dem hier, bei dem ist das relativ easy. Ich muss einfach in die entgegengesetzte Richtung schwimmen, also um diesen komischen Felsen hier links rum und nicht rechts rum. Dann klappt das nämlich auch. Und da durch die Mitte zu preschen, das ist die große Herausforderung. Wobei, boah, nein, oh, ey. Ich will hier noch nicht aufgeben. Ich glaube nämlich, es ist schaffbar. Ich meine nur, dass man hier sehr, sehr viel Timing-Glück auch braucht. Kann der bitte einmal von mir ablassen? Oh, mal jetzt, jetzt, jetzt. Bitte, bitte schieß nicht. Bitte schieß nicht. Oh, jetzt ein Reisepunkt hier. Gib mir einen Reisepunkt. Da hinten fehlt noch so ein kleines Futzelchen. Shit. Warte. Kann ich das noch aufdecken? Jawohl. Perfekt. So, das hier wird bestimmt die Höhle sein, über die man dann auch den Container erreicht. Aber guck mal da hinten. Guck mal da. Ihh, das ist hier so ausgefranst. Das darf so nicht sein. Aber wenn ich da jetzt wieder zurückkehre, dann bin ich tot. Dann bin ich sowas von tot. Ich muss jetzt das hier erstmal nutzen. Ich könnte das eventuell... Ich finde, hier auf der Map sieht man das noch besser, wie das da so ausgefranst ist. Ich werde da... Mein innerer Monk wird mich wahrscheinlich zwingen, das irgendwie offscreen zu machen, wenn ich jetzt hier verrecke. Nein, ich dachte, ich würde es schaffen. Oh nee, die Trutans können, glaube ich, irgendwas werfen oder schießen oder so kann das sein. Bitte lass mich, bitte lass mich. Jawohl, 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 jawohl. Nein, ich bin ein bisschen zu nah dran gewesen. Ich wollte gerade auf die Seite wechseln. Nein. Ey, die Wasserpassage hier, die ist echt der Endgegner. Es ist so schwer, dorthin zu gelangen. Warte mal, lass mich mal nochmal kurz gucken. Ich muss diesen Spot ja eigentlich nochmal machen. Aber wenn du einmal hier ankommst, dann wirst du dich nicht nochmal in die Höhle des Löwen begeben. Was war denn hier nochmal? Hier habe ich noch keinen Weg gefunden, ne?
Lass mich mal kurz überlegen. Ich könnte natürlich auch hier mein Glück versuchen. Wo zur Hölle führt diese Route mich entlang? Ich weiß es nicht. Soll ich mal... Weil ich glaube, da unten... Ich glaube, da unten ist der Schwierigkeitsgrad erhöht. Ich werde, glaube ich, den nächsten Part... Ey, diese Höhle. Ich komme auf ihre Schönheit nicht klar. Ich werde wahrscheinlich den nächsten Part dort beginnen, wo... Also dieser Anfangsbereich der Höhle hinter der schwierigen Wasserpassage. Ich glaube, das werde ich machen. Und unterwegs, wenn ich die Muße habe und vielleicht auch das Glück, dann nehme ich diesen kleinen Kleckerrest auf der Wasserfläche mir noch einmal vor. So, habe ich jetzt... Ach, guck mal, hier sind die Gegner aber nicht mehr so stark. Das heißt, hier ist das durchaus vom Spiel vorgesehen, auch mal vorbeizuschauen. Aber das sieht nach Sackgasse aus, hätte ich... gerade vermutet. Ne, hier geht's noch weiter. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, aber hier können wir einen Container eventuell noch mitnehmen. Na, kommt da wieder irgendwas von oben? Das machen die Zanger ja hier ganz gerne, aber beim Container komischerweise nicht. Guck mal, aber hier habe ich wenigstens eine reelle Chance, ein bisschen, oh Mann, ein bisschen weiterzukommen. Die könnte man eigentlich hier komplett noch erledigen, ne? Ich habe nur gerade gar keinen Bock. Auch weil der Part sich dem Ende zuneigt und ich eigentlich gar nicht aufhören will. Weil das ja alles gerade so aufregend ist. Komm, belohne mich mit einem Geheimpunkt. Das wäre schön. Einmal so ein schöner, saftiger Geheimpunkt zum Abschluss. Ja, das sieht doch danach aus, oder? Give me some Geheimpunkt. Oh Gott, wie hübsch. Brasa Onsen. Onsen ist doch irgendwas mit heißer Quelle, ne? Und das sage ich jetzt nicht wegen, weil ich da gerade sowas wie eine heiße Quelle gesehen habe, sondern weil ich bei Onsen mit Z geschrieben immer an Dragon Quest 11 denken muss. So, ihr Lieben, ich werde jetzt aber schweren Herzens diesen Part hier an dieser Stelle beenden. Und ja, wir werden beim nächsten Mal... mit dem Erkunden hier weitermachen. Wobei, guck mal, das ist ein in sich geschlossener Bereich. Kann das sein? Das kann man hier einmal ganz gut clearen. Und dann werden wir uns ganz tiefenentspannt hier in dieser Thermalquelle niederlassen. Unsere Knochen und Gelenke ein bisschen schonen. Die Seele baumeln lassen. Und das pure Chaos beim nächsten Mal wieder konfrontieren, wenn ich versuchen werde, in der Höhle weitere Bereiche auszukundschaften. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!